Sie fangen an, Gott sei Dank. Ist los, Leute. Hackt Holz. Ihr wollt doch nicht jetzt ernsthaft sagen, dass ihr nicht an das Holz rankommt. Also da hat die KI jetzt lange Nickerchen gehalten. So, es gibt wieder Holz, Leute. Steht wieder Holz auf dem Speiseplan. So, dann hacke ich halt einfach die Bäume hier alle manuell. So, ich habe unseren Nemesis-Baum abgeholzt. Und ja, es läuft. Auch wenn wieder irgendwie komisch gebaut wird.
So, ist abgeholzt. Das heißt, ich kann den eigentlich wegmachen. Einen Aufräum-Task draus machen. Man kann die einfach aufräumen lassen. So, währenddessen. Flatten-Task mal. Der Flatten-Task ja so kacke ist. Ich muss es leider sagen, der Flatten-Task ist kacke. Muss ich wieder mit einem Quarry improvisieren. Am besten ein Quarry, der gar nichts abwirft. Nee, das ist dann doch eins zu niedrig. So, machen wir es so. Damit wir die Stümpfe entwurzeln auf die Art. Das kann dann auch das Cleanup-Team übernehmen. Der Quarry wird nichts abwerfen. Es wird einfach nur weggemacht, bis wir eine gerade Fläche haben. Ganz einfach. Fürs Cleanup bringen uns eh so viele Leute nichts. Das bisschen grün hier oben übrigens. Sieht toll aus.
Okay, machen wir es etwas anders. Wir schicken jetzt doch explizit einen zum Cleanup und die Reste in den Quarry. Weil sonst wird das immer ein ständiges Hin und Her. Ich wollte gerade sagen, sagt mir bitte nicht, ihr baut nicht die Steine unter den Stümpfen ab. Das wäre es jetzt noch gewesen, aber die baut ihr auch ab. Ja. Froh, dass es alles wieder läuft. Da sind tatsächlich Stümpfe bis dahin, also Stämme bis dahin gerollt, ey. Meine Herren. Ja, die Brickfords gehen jetzt wieder alle ihre Arbeit nach. Sehr schön. Wenn einer aufräumen macht, da ist er. Einer kommt nämlich gerade nicht nach, deswegen stehe ich einen zweiten mal ein.
Interessant, wir sie immer um die Bäume rumgraben. Bist du vom Aufräumteam oder von wo bist du? Ne, du bist von den Holzfeldern. Du holst dir jetzt das Holz da oben. Okay. Ah ja, so klappt das eigentlich auch recht effektiv mit dem Entwurzeln. Ohne dass wir alles in die Luft jagen müssen. Vor allem bei dem krummen Berg wäre es eh schwierig gewesen, das ordentlich zu machen. Mich wundert es irgendwie, dass noch niemand eine Treppe machen wollte. Ja, was sagt das Bauen? Oh, wir sind bald unter 1000. Ja, sie sind fleißig, aber ich frage mich, warum sie noch keine Treppe gemacht haben, ne? Ich habe nämlich nie darauf geachtet, brauchen die etwas Stein dazu, das sie gerade nicht haben?